Hallo und schönen guten Morgen. Ich habe letzte Woche im vorweihnachtlichen Einkauf ein kleines Geschäft entdeckt und die hatten dieses Wenger-Messer. Das habe ich mir dann gekauft. Es handelt sich dabei um ein Ranger Grip 61 mit orange-schwarzen Griffschalen. Geliefert wird es in dieser Wenger-typischen Metallbox. Sehr dekorativ und natürlich mit den Wenger Beschreibungen. Ich darf das jetzt mal rausnehmen. Es handelt sich bei diesem Messer um ein 130 mm Modell, wie gesagt, mit den orangenen Griffschalen, mit den schwarzen gummiartigen Einlagen. Es ist ein Einhandmesser. Daher bei uns unterliegt es dem Trageverbot. Es hat eine verriegelte Klinge. Diese Verriegelung kann man durch Drücken auf den Schweizer Schild lösen. Des Weiteren hat es den Kapselheber mit Drahtabisolierer und großem Schraubendreher und den Dosenöffner, den Wenger-typischen. Auf der Rückseite die Stech- und Nähale und den Korkenzieher. Mal was zu den Wenger Klingen. Ihr seht hier, dass die Klinge zum Griff hin halbrund ausläuft und nur bis etwa einen Zentimeter vor den Griff geschärft ist. Ich darf das mal gerade anhand von einem 111 mm Fireman von Victorinox zeigen. Der typische Victorinox-Anschliff verläuft gerade zum Griff und hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Das ist ein gravierendes Unterscheidungsmerkmal von Wenger-typischen Klingenanschliff und dem Victorinox-Anschliff. Jo, das 161, es liegt sehr satt in der Hand. Es ist ein 2-Layer und es ist fast so dick wie das 4-Layer von Victorinox. Das liegt an diesen etwas breiteren Griffschalen, die aber sehr gut und sehr satt in der Hand liegen. Ich mag diese 130 mm Modelle, mal gerade zum Vergleich ein 111er von Victorinox. Da sieht man schon, da fehlen hinten 2 cm. Liegt aber auch sehr gut in der Hand. Jo, man muss schon Glück haben, wenn man solch ein Teil noch irgendwo findet. Wenger wurde ja, ich glaube, 2005 von Victorinox übernommen und Victorinox hat leider nicht mehr alle Wenger-Modelle im Angebot. Ja, wie ich finde, ein sehr taugliches und schönes Messer mit einer sehr großen Klinge, ausreichend Werkzeug dran und liegt top in der Hand. Jo, das Wenger Grip 61, das Wenger Ranger Grip 61, was ist heute nur los? Es ist noch zu früh am Morgen, deswegen, jo, die Werkzeuge mal ausgeklappt. Ein sehr schönes Messer, wie ich finde. Das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Mein neues Ranger Grip 61 von Wenger. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.